Im Internet ganz leicht Geld verdienen, ohne eigenes Investment und ohne eigene besondere Fähigkeiten. Das geht. Und ich zeige euch heute drei Websites, die ich sehr gut finde, die ich selber nutze, die dafür funktionieren. Und damit herzlich willkommen zum heutigen Video. Wie gesagt, ich zeige euch drei Möglichkeiten oder drei Websites, die ihr nutzen könnt, um Geld zu verdienen. Sehr einfach, ohne ganz großen Aufwand. Kann man sehr gut nebenher machen, aber ich will auch, dass die Erwartungshaltung direkt die richtige ist. Man kann hier ein paar Dollar mitnehmen, durchaus auch ein paar Dollar am Tag, aber man kann hier nicht durch diese drei Möglichkeiten alleine reich werden. Das sollte man ganz klar haben, diese Vorstellung sollte man ganz klar beerdigen. Man sollte wissen, es ist eine Möglichkeit, aber es ist keine schnell reich werden Methode. Und bevor wir da jetzt in die ganzen Details gehen, hier einmal der Disclaimer, stoppt das Video, liest ihr das durch, dann ist rechtlich alles safe. Keine Finanzberatung, ich zeige euch einfach hier Möglichkeiten, die ich nutze, die ich gut finde und da kann jeder von euch dann entscheiden, ob er da Spaß dran hat oder nicht. Zu allen drei Websites findet ihr Registrierungslinks in der Infobox, direkt als erstes. Üblicherweise ist es so, wenn ihr diese Links benutzt, bekommt ihr einen kleinen Startbonus, ich bekomme ebenfalls einen Bonus, das heißt, es ist ein Win-Win. Ihr könnt die Seiten natürlich auch ohne meinen Link benutzen, bekommt halt niemand einen Bonus, das ist auch okay. Gut, fangen wir mal an mit der ersten Seite, das ist Free Cash. Ihr seht, ich habe da jetzt mittlerweile 10 Dollar angesammelt. Hier gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man Geld verdienen kann. Wir können also hier einfach mal auf Offers gehen und sehen hier die verschiedenen Kategorien schon. Also einfach Sign Up, irgendwo sich eintragen, Spiele, Apps downladen, Deposits machen im Kryptobereich. Wir gucken uns mal zwei, drei Beispiele an. Zum Beispiel hier vielleicht mal das erste direkt, CoinMaster. Kann man bis zu 145 Dollar bekommen, schon mal nicht schlecht. Klicken wir mal auf die Details. Das ist offensichtlich ein Spiel, was man sich runterladen muss. Hier von Apple oder auf einem Apple-Gerät. Geht darum, ein Wikingerdorf zu bauen. Und hier sieht man, was man bekommt. Also eben bis zu 145 Dollar. Die ersten beiden Sachen würde ich ehrlich gesagt nicht als Verdienst sehen, weil es einfach nur ein Cashback für was man im Game ausgibt. Aber okay, ist zumindest mal kostenneutral. Naja, man bekommt 1 Cent für Installationen, 5 Cent für Registrierung. Wenn das Dorf Level 1 baut, 10 Dollar. Und ja, wenn man es Level 120 schafft, gibt es 20 Dollar und so weiter. Kann man machen, wenn man Lust an so einem Spiel hat, wenn man daran Spaß dran hat, dann ist es sicherlich was man mitnehmen kann. Ne? Gucken wir mal im Kryptobereich. Vielleicht hier, was gibt es hier, Bitpanda. Da ist es so, dass man einen neuen Account herstellen muss und einen ersten Trade machen muss und innerhalb der ersten 2 Tage nichts abheben darf. Und dann bekommt man 8 Dollar. Kann man auch wahrscheinlich ziemlich easy machen. Man kann den Trade wahrscheinlich mit einem Minimalvolumen machen. Und naja, hat dann halt seine 8 Dollar mitgenommen. Bing X bietet auch irgendwas an. Einfach nur Registrierung, Deposit und Trade mit einem Minimum von 10 Dollar. Dann bekommt man 9,50 Dollar. Sind sicherlich Sachen, die man mitnehmen kann. Gibt Casino-Sachen, ganz verschiedene Möglichkeiten, Free Trials. Schaut es euch einfach mal an. Ganz wichtig ist vielleicht Cash-Out. Man kann hier, wenn man eine Krypto und Cash-Out macht, schon ab 50 Cent. Das heißt, ich könnte meine 10 Dollar hier auf jeden Fall schon mal auscashen, ohne großen Aufwand, einfach über Bitcoin. Aber auch PayPal geht zum Beispiel schon mit 5 Dollar. Das heißt, selbst wenn man keine Ahnung oder kein Interesse an Krypto hat, ist das eine Möglichkeit. Aber man kann auch Gutscheine mitnehmen und so weiter. Also es gibt hier diverse Möglichkeiten, wie man auszahlen kann. Was ich ganz spannend finde, ist, ich habe die Seite schon mal 3 Kollegen empfohlen und dadurch habe ich Referral Commission natürlich verdient. Die Kollegen haben einen Bonus bekommen, ich meine Referral, natürlich 12 Dollar verdient. Was ich aber dadurch spannend finde, ist, ich zeige euch mal, was der Beste verdient hat hier von den dreien. Gehen wir mal auf die Affiliates und ich blur den Namen natürlich aus, damit man es halt nicht sieht. Aber wenn man das hier mal anschaut, dann hat hier der Erste 345 Aufgaben erfüllt, hat aber 239 Dollar verdient. Also das ist schon mal nicht schlecht, würde ich sagen. Und auch die anderen beiden jeweils mit einer Aufgabe 3,78 Dollar, 2,52 Dollar. Also man kann hier was verdienen. Das ist das, was ich hauptsächlich sagen möchte. Okay, gucken wir uns mal das nächste an. Der nächste Vorschlag ist Satoshi Hero. Hier gibt es zum einen ebenfalls diese Offer Walls, das gleiche, was ihr gerade schon gesehen habt. Da will ich jetzt gar nicht nochmal groß ins Detail gehen. Das sind die gleichen Sachen. Hier werdet ihr teilweise auf andere Pay-Seiten verwiesen. Das funktioniert auch reibungslos, kein Problem. Da müsst ihr euch teilweise nochmal extra registrieren. Was ich vielleicht zeigen wollte, ist, ich habe da mittlerweile meine 0,00176319 Bitcoin verdient. Und zwar nur durch dieses Spin Wheel. Das zeige ich euch jetzt gleich.
Und vielleicht einmal kurz schauen, wie viel ist das in Dollar? Können wir umrechnen. Da, hier ist der Bitcoin-Betrag. Das sind 51 Dollar. Und zwar 51 Dollar einfach nur, indem ich immer mal wieder auf dieses Spinwheel geklickt habe. Machen wir einfach mal Spin. Und das ist letztendlich ein Glücksrad. Es gibt einen freien Modus, den kann man alle 30 Minuten benutzen. Also gehen wir auf Spin now. Und da verdient man nie viel. Genau, der springt dann halt immer so ein bisschen zurück. Naja, sind halt dann 50 von diesen STX, die ich gewonnen habe. Das kann man in Bitcoin dann umrechnen. Und das war's. Schon gemacht. Gut geschrieben, fertig. Und dann kann man natürlich auch die bezahlte Version spielen. Die kostet einen dann 100 SXT, also 100 von dieser Ingame-Währung, wenn man möchte. Das machen wir jetzt nicht. Ich benutze eigentlich nur die freie Version. Und wie gesagt, kann man alle 30 Minuten machen. Ich mache das total oft, wenn ich in irgendwelchen Videokonferenzen bin, die echt langweilig sind. Dann kann man das nebenher so ein bisschen rumklicken. Naja, und die dritte Möglichkeit ist Cointiply. Gehen wir einfach nach oben. Das exakt gleiche System, geht eigentlich immer um das gleiche. Man kann hier auf Earn Coins gehen und hat hier diverse Möglichkeiten, wie man Coins verdienen kann. Es gibt so einen Daily Free Spin, wie wir es gerade gesehen haben. Man kann sich Videos anschauen, man kann sich einfach Werbung anschauen. Das machen wir vielleicht mal als Beispiel. Auch da gibt es natürlich unendlich wenig zu verdienen, ne? Also ihr seht hier, ich habe 1600 Coins, das heißt, das entspricht 16 Cent. Die Seite habe ich nicht viel benutzt bisher. Es gibt halt wirklich nicht viel zu verdienen. Man kann sich irgendwas anschauen. Schauen wir uns das hier zum Beispiel mal an von Bing X. Dann sieht man, man kommt auf eine neue Seite. Hier oben läuft der Timer. Das seht ihr hier vielleicht, wo meine Maus ist. Das muss ich jetzt im Prinzip 40 Sekunden laufen lassen. Ich mache jetzt hier 40 Sekunden Werbung für Bing X, ohne von Bing X bezahlt zu werden. Schade eigentlich. Aber darum geht es nicht. Das heißt, man lässt es einfach so ein bisschen laufen und wenn die Zeit um ist, dann bekommt man seine Punkte oder seine Coins ausbezahlt. Die kann man dann umrechnen in zum Beispiel Bitcoin und sich auszahlen lassen. Bei allen drei Seiten ist die Auszahlschwelle nicht so hoch. Das heißt, man kann relativ schnell so viele halten, dass man es auszahlen kann. Und ja, das ist im Prinzip auch schon die ganze Magie. Ihr seht, man kann das machen, man kann damit ein bisschen was verdienen. Ihr seht aber auch, dass, wie ich gerade schon gesagt habe, große Kohle ist da nicht drin. Zumindest initial nicht. Allerdings, andererseits bei dem Spinwheel habe ich 50 Dollar verdient in Bitcoin. Die könnte ich natürlich jetzt irgendwie auch ins Trading geben. Vielleicht auf Grizzlyfy, habe ich euch letztens in einem Video gezeigt. Und dann was damit verdienen. So, Zeit ist jetzt gleich um. Zack, dann sehen wir hier, Add View Completed. Dann geht man einfach zurück. Da muss man jetzt hier noch was aussuchen. Das Truthahnbein, das ist ja wahrscheinlich das hier. Klickt man drauf und dann ist es recorded und naja, dann hat man seine Punkte halt bekommen. Und das war's. Genau, Punkte sind dann gut geschrieben, ein bisschen mehr verdient und das ist es. Das wollte ich euch heute zeigen. Ich hoffe, das ist ein bisschen spannend gewesen. Ich hoffe, da ist für den einen oder anderen was bei, wo er ein bisschen was mitnehmen kann. Ihr habt es hier gesehen bei Free Cash. Da ist es durchaus möglich, auch mal ein paar hundert Dollar zu verdienen. Bei Satoshi Hero habt ihr das ebenfalls gesehen, hier sind meine Bitcoin, 50 Dollar einfach nur, um ab und zu mal hier aufs Glücksrad zu klicken, finde ich, ist ein echt vernünftiger Deal. Bei Cointiply, wie gesagt, habe ich noch nicht so viel gemacht. Alles in allem macht es Spaß, wenn man es ein bisschen nebenher macht und ein paar Dollar verdient, die man dann vielleicht irgendwie sinnvoll einsetzt und investiert, ist nicht verkehrt. Das war's für heute, danke für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal, ciao.